Das Thema Jagdrecht, das Thema Waffenrecht ist natürlich in Berlin jeden Tag up to date. Wir hören aus dem Flurfunk so von der SPD und von der Grünen Bundestagsfraktion und auch aus dem Innenministerium, soll es schon Bestrebungen geben, das Waffenrecht wieder anzufassen und nochmal zu verschärfen. Konstantin Kuhle, Innenpolitiker, Rechtspolitiker, auch Waffenpolitiker der FDP-Bundestagsfraktion. Wie steht ihr dazu? Haltet ihr euch an den Koalitionsvertrag oder wird da wieder nachgegeben nach diesen weiteren Verschärfungen, die da propagiert werden? Nein, es wird nicht nachgegeben. Das Waffenrecht ist ja in den letzten Jahren mehrfach verschärft worden. Es hat immer wieder Bestrebungen gegeben, am Waffenrecht etwas zu verändern. Aber diese Veränderungen müssen erstmal evaluiert werden. Wir müssen herausfinden, was hat das eigentlich gebracht zur Entwaffnung von Extremisten, zur Verhinderung von Straftaten. Wir wollen auch herausfinden, wie viele Straftaten in Deutschland werden eigentlich mit legalen und wie viele werden vielmehr mit illegalen Waffen begangen, wo eine Waffenrechtsverschärfung nun überhaupt nichts bringt. Und erst wenn man diese ganzen Evaluationspunkte abgearbeitet hat, dann kann man ganz in Ruhe, ganz seriös gucken, welchen Veränderungsbedarf gibt es am Waffenrecht. Das muss übrigens keine Verschärfung sein. Wir könnten auch das Waffenrecht mal vereinfachen, damit die Leute, die damit jeden Tag zu tun haben, es auch anwenden können. Und übrigens damit auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden besser in der Lage sind, die Menschen zu beaufsichtigen, die sehr rechtstreu wissen, wie man mit einer Waffe umzugehen hat. Darauf werden wir genau achten als Freie Demokraten. Herzlichen Dank. Gerne.